Recht herzlich willkommen zur 119. Folge von Aborion. Ja, wir sind auf dem Weg zu unserem Schiff, das sich dort hinten befindet. Da steigen wir jetzt gleich ein. Und dann gucken wir weiter. Wir haben letzte Folge ja den Miner gebaut, der irgendwo unterwegs ist. Wie wir sehen, 793 Naonet haben wir schon abgebaut. Also läuft das. Jetzt sind wir in unserem Schiff. Und ja, jetzt ist der nächste Weg. Einmal erstmal gucken, was haben wir an Personal. Haben wir noch Kapitäne? Ja, wir haben noch auf jeden Fall einen. Jetzt sollten wir schauen. Hier unsere Station. Ich glaube, unsere Station hat keinen Kapitän bekommen. Da müssten wir hin. Oder alternativ, wir haben hier unseren alten Miner, der da noch irgendwo rumfährt oder fliegt. Der ja eigentlich da erstmal noch einen Kapitän braucht. Allerdings ist der Schritt nach dahin eine ganze Ecke schneller. Ich würde jetzt sagen, wir fliegen erstmal dahin und geben der Station einen Kapitän, weil die sich ja nicht verteidigen kann, oder? So, Koordinaten-Navigationscomputer eingegeben. Ausrichten. Und wir springen. Unser Miner, der neue, der Miner 2, der holt uns Rohstoffe. Das ist schon mal gut. Und ne, springen wollen wir nicht, wir wollen die Karte haben. Und müssen jetzt mal gucken, dass wir, ja, wahrscheinlich da nochmal hinspringen. Wir haben noch 20 Sekunden Abklingzeit. Wir können mal gerade hier nachfragen, ob da noch Crew ist, die wir brauchen können. Nein, ist nicht. Da auch nicht. Die beiden haben wir. Da ist noch eine Station. Oder ein Depot. Bergmänner. Die haben wir. Da ist noch was. Handelsdepot. Handelsposten, nicht Depot. Da ein weiteres. Oh, da ist einer. Aber den können wir nicht anheuern, weil wir ja hier fraktionsmäßig, ja, alles klar. Hat sich erledigt, brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Wir sind also Richtung Sprung unterwegs, der in diese Richtung geht. Zack und weg. Hatten wir ja schon geklärt, ne? So. Karte wieder auf und wir kommen leider knapp daneben raus. Das heißt, wir springen nochmal dahin, haben wieder ein paar Sekunden zum Abkühlen. Hier gibt's nichts, ne? Karte. Ne, hier sind nur wir. Ja, da müssen wir jetzt dahin springen. 7 Sekunden noch. Wir können mal gerade gucken hier. Was ist denn hier nebenan? Nix. 4 Schiffe. Nix. Solarkraftwerke, da ist nix, nix. Was haben wir hier? Handelsposten, Naturressourcen, Handelsposten, Handelsposten. Plankton. Handelsposten, Stofffabrik. Ja, ist nix. Springen wir weiter. Ja, und hier ist wahrscheinlich dann auch wieder nix. Genau so ist es, aber wir müssen noch ein Feld weiter. Zu unserer Station. Das machen wir aber. Dauert nochmal 27 Sekunden, bis wir fertig sind. Unser Miner baut im Hintergrund weiter ab, wie wir sehen. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Können wir mal gucken. Handelsposten. Waffenfabrik. Ausrüstungsdock brauchen, aber keine Waffenfabrik. So ist es. Müssen wir mal gucken, dass wir sowas finden, ne? Da war eine Ölraffinerie, da ist ein Schrottplatz. Computer, Waffen. Ausrüstungsdock, da ist es. Waren wir da? Da waren wir, glaube ich, ne? Da haben wir schon geguckt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch was finden. Schrottplatz.
Nee, da ist überall nichts. Hier oben noch. Nee. Wir können springen, machen wir dann auch. Und ich weiß es jetzt nicht, ob wir da schon eingelassen haben oder nicht. Werden wir jetzt sehen, wenn wir die Station anwählen. Da ist sie nämlich. Ulrich. F. Das sind wir und das ist unser Dingens. Das heißt, da ist nichts drauf. Das heißt, wir bewegen uns natürlich da erstmal hin, um dann dort abzusetzen. Und ich glaube, das war jetzt nicht so doll. Den habe ich nicht gesehen, den Asteroiden. Ja, können wir sofort reparieren, ne? Was sagt er eigentlich? Bremsschub ist gering. Naja, der Bremsschub ist unser Problem. Doc ist da und Doc ist da. Gucken wir, dass wir da näher kommen. So, wir sind dran. Gut, transferieren. So, jetzt haben wir da einen drauf. Das ist schon mal gut. T, wechseln wir in die Station rein, was wir gerade getan haben. Wo ist denn die? Also rausscrollen, ne? Dann sehen wir sie. So, jetzt können wir hier gucken. P. Da ist er. Und jetzt sind es die auch operabel, ne? So. Wir brauchen keinen Schub, das ist alles gut. Wir haben hier Quartiere genug. Feuerkraft haben wir auch. Erzeugte Energie. Benötigte Energie. Haben wir. Speicher ist vorhanden. Schütze haben wir Zweier drauf. Die aber wahrscheinlich nicht gut sitzen, oder wie war das? Ja, da müssen wir nochmal angucken dann. Was haben wir hier? Rechtsklick für Merkton, Schild, Booster haben wir hier. Und nochmal ein Schildbooster. Wir haben aber noch Plätze frei. Das heißt, wir können noch was reinbauen. Wir haben hier ein schickes Bergbausystem. Warte, wir fangen hier oben an. Geschützkontrollsystem brauchen wir nicht, weil wir lassen es erstmal so, wie es ist. Ein Bergbausystem brauchen wir nicht. C3 brauchen wir nicht. Handelssystem brauchen wir nicht. Radar-Upgrade. Quantum-Hyperraumsprung brauchen wir nicht. Antriebsupgrade brauchen wir nicht. Geschützkontrollsystem, okay, das ist ein kleineres. Das hier ist mit 5. Das ist, brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt hier. Da könnten wir aber überlegen, das hier reinzubauen. Geschützkontrollsystem. Okay, Energie nach Schildkonverter. Geschützkontrollsystem. T1 im Tech-Fachtraum-Upgrade brauchen wir auch nicht. Batterie-Upgrade. Brauchen wir da auch nicht Transporter-Software? Transporter-Software für Transporter-Block. Benötigt Transporter-Block auf dem Schiff? Keine Ahnung, wofür das gut ist. Batterie-Upgrade brauchen wir nicht. Hier wäre ein Geschützkontrollsystem, was ein einfaches ist, was uns da noch was mehr bringen würde. Und wir hätten sogar noch ein Port frei da. So. Wir haben hier aber keine Leute mehr. Lass uns mal gerade in den Baumodus gehen und gucken, wo hier was ist. Hier sind Energiegeschichten.
Da ist ein Turm. Wie viel haben wir denn da? Achso, das können wir hier wenn sehen. Also wir haben genug dabei. Und ins P müssen wir rein. Und hier, dann sehen wir, dass nur ein Turm drauf ist. Doppellasergeschützturm. Da müssten wir also definitiv noch mehr machen. Das hatte der Dennis, war es, glaube ich, damals ja auch geschrieben, dass das wichtig ist, dass wir da ein bisschen mehr machen. So, das bedeutet, hier unten müssen wir noch eine Plattform hinsetzen vielleicht. Auch da unten ist sogar was, aber das ist... Ja, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Stelle, ne? Wir müssen gucken, dass wir vielleicht hier auf diesem... da noch was bauen. Was haben wir denn hier überhaupt gebaut? Quartiere? Integrierungsfeldgenerator. Und dann haben wir da noch was. Das sind auch Generatoren, Energiecontainer, Schildgenerator, Generator, das ist der Frachtraum, Integrität, Integrität. Ich denke, wir sollten hier oben noch was bauen und das Ding dann da hinsetzen, weil das ist die höchste Stelle. Ja. Irgend so eine gepanzerte Platte, denke ich mal, wäre das Beste, ne, oder? Titan wäre das. Nur eine weiter, dann ist die Panzerung da. Ich würde da jetzt... Ist ein bisschen schwer zu sehen, na, ne? Machen wir flach. Machen wir so. Und so. Die Panzerung machen wir da so hin, oder? Zack. Und da kommt jetzt eine Bewaffnung drauf. Reparaturgeschützturm brauchen wir nicht. Doppelreparatur, nein. Reparieren wollen wir nicht. Flakgeschützturm. Flugabwehrkanone ist das. Aber nicht erhöhter Schaden gegen Jäger, Torpedos und mehr Zielen, aber weniger Schaden. Torpedos. Doppelflak, okay. 30% Feuer, unabhängiges Zielen, aber weniger Schaden. Das unabhängige Zielen ist ja schon mal ganz gut, ne? Ich glaube, den nehmen wir. So. Da fehlen uns die Kanoniere, das ist auch klar. Doppelschenker, Geschützturm entfernt, ja. So. Jetzt müssen wir den anderen haben, der da noch irgendwo sitzt. Der da. Schaden, Schaden an Hülle, Schaden. Das ist ein gutes Ding, das wir da hinbauen können, aber das machen wir gerade da weg. Ach, jetzt bin ich aus dem Baumodus raus, glaube ich. Das war jetzt nicht der richtige Weg, den ich machen wollte. Das ist es. Und entfernen muss ich drücken. So, jetzt habe ich ihn weggenommen. Und jetzt machen wir das mal da unten hin auf diese Plattform. Titanplatte. Das ist das niedrigste oder tiefste oder wie man es auch nennen will. Setze ich da hin. Und dann kommt da dieser Laser wieder drauf. Wo ist er? Da ist er. Ah, Naonit braucht er, weil... Okay, dann machen wir die Platte wieder weg. Gehen hier auf Naonit. Jetzt weiß ich gar nicht, ob hier eine Panzerung aus Naonit gibt. Glaskante, Glas. Ich glaube, Panzerung war nur Titan. Reflektorecke. Steinecke, nein, jetzt Steinkante.
ergiebige Steinecke. Ich meine, es gibt keine in der Form. Da haben wir nichts mehr von, also geht das nicht. Das heißt, wir bauen Flugschreiber. Wir können einen Frachtraum dahin bauen, den kann man hier gebrauchen. Da ist er. Und den können wir aber vergrößern. Dann kriegen wir da 443 mehr. Ich glaube, wir erhöhen mal um so viel. Das können wir ruhig machen, oder? So. Dann gibt es diesen Laser. Und den bauen wir dann da drauf. Und dann haben wir da was. Kapitän haben wir jetzt. So, was fehlt uns? Nötige Kanoniere fehlen uns. Aber wir haben Mechaniker mehr drauf, als wir brauchen, sehe ich gerade. Aber ein Kanonier fehlt auf jeden Fall noch. Das bedeutet, gehen wir hier rein, aber ich glaube, die Mechaniker, doch, Mechaniker sind da, da können wir einen abziehen, der dann hier oben mehr geworden ist, können dann dort einen hinzufügen und alles ist gut, oder? So, alles im grünen Bereich. Wir können uns jetzt hier verteidigen. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Wir haben da einen und da oben einen. Jetzt ist die Frage, ob man noch weitere braucht. Der Raum ist dreidimensional. Aber ja, für den ersten Schritt sollen wir es erstmal so lassen, oder? So, jetzt müssen wir noch gucken. Raus da. Und jetzt hier angreifen. Automatische Steuerung. Würde ich jetzt sagen, ist richtig, oder? Es ist nur die Frage, wer von den beiden automatische Steuerung hat und ob der Kommandeur, der macht das schon. Der wird das schon machen, denke ich mal. So, jetzt müssen wir unseren Frachter noch finden, der daneben ist. Ja, jetzt müssen wir den ins Visier kriegen. Das ist schon wieder schwer genug. Kriege ich das irgendwie hin? Ach, wir können das anders regeln, ne? Da haben wir, da gehen wir rein. Jetzt sind wir im Schiff, wieder näher ran. So, die Pause war lang genug. Jetzt können wir den reparieren. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Aber unser Bremsschub ist ja gerade das größte Problem hier an dem Ding. Aus diesem Grund kümmern wir uns einmal um den Bremsschub. Den gab es, glaube ich, nur in Eisen, ne? Trägheitsdämpfer. Steuerung C, Steuerung V. Dann den Trägheitsdämpfer ausgewählt. Und dieses schicke Schiff kriegt eine Spiegelachse. Und dann bauen wir das mal einfach hier irgendwo ein und fertig. Du kannst beschädigte Schiffe nicht editieren. Oh, es ist noch beschädigt. Eisen, Titan, Naonit. Eisen habe ich, Titan habe ich, Naonit fehlt. Okay, dann bedeutet das, wir können es noch nicht reparieren. Das bedeutet, wir müssen warten, bis unser Miner das Richtige rausgeholt hat, ne? Das ist nicht schön. 1200. Der ist aber noch am Arbeiten. Gut. Das bedeutet aber, wir sind jetzt erstmal mit unserer Ölplattform fertig. Und können uns schon mal in die richtige Richtung bewegen. Da wollen wir nicht hin. Ich fliege mal hier lang. Setzen die Koordinaten und springen dann in die Richtung. Weil ich glaube, wir können auch mal da oben weiter gucken, ob wir da noch was entdecken.
Weil da ist es ja auch interessant, würde ich sagen, ne? So, wir versuchen jetzt zu meiner 1 zu kommen, um dem dann noch einen Kapitän zu kriegen. Versuchen unterwegs natürlich, weil wir, ich glaube, wir haben gar keine Kapitäne mehr an Bord, ne? Oder doch, wir haben noch einen. Das bedeutet, das würde auch so gehen, aber wir können trotz alledem gucken, dass wir unterwegs noch irgendwelche kriegen. Schnell. Torpedo im Anflug, du glaubst es nicht. 14 Sekunden, das ist nicht gut. Ich glaube, dem Torpedo sind wir gerade abgehauen. Haben aber keine Energie mehr. Weil unser Ding gerade voll ist und shit. Ah, der Hyperantrieb ist auch nicht gerade voll. 18 Sekunden, wow. Das ist eine Ewigkeit. Wir fliegen einfach mal ein Stück langsam weiter und hoffen, dass diese 8 Sekunden gleich weg sind. Und wir haben nichts zum Springen dann, oder wie sehe ich das? Wir haben es geschafft, zum Glück. Puh. Jetzt ist nur die Frage, wie geht der Weg weiter? Boah, hier ist gar kein Weg lang, ey. Wir müssen dahin springen. Und hoffen, dass wir das irgendwann irgendwo schaffen. Stehen bleiben wollen wir nicht. Sind denn noch... Nein, wir sind alleine im System erstmal. Das ist schon mal gut. Fliegen wir da mal hin und hoffen, dass die Zeit runtergeht. Wir haben keinen Saft. Wir sind weiterhin beschädigt. Wir können uns aber gerade reparieren, sehe ich, weil er da genug gesammelt hat, oder? Reparieren. Hat geklappt. Gut. Dann sind wir da wenigstens wieder fit. 16 Sekunden noch bis zum Sprung. Und wir müssen dann aber, wie die Karte uns gezeigt hat, ein Stück zurück, um dann über den Graben springen zu können, der hier ist, oder den Riss. Kriegen wir hin, denke ich mal. Dauert aber seine Weile. Jo, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich, oder können wir jetzt gerade machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.